man kann jetzt das nicht hören, was sie sagt, aber sie spricht und kündigt jetzt sozusagen den Vortrag an. Und warum habe ich sie ausgewählt? Weil sie ist sozusagen ein künstlicher, humanoider Markenkontaktpunkt. Was man da machen kann, man kann Texte eingeben in 40 verschiedenen Sprachen und das wird dann eben übersetzt in eine junge Dame, in einen jungen Herrn, was man auch immer haben möchte, egal welcher Hintergrund. Und um das soll es nämlich gehen, nämlich um sogenannte humanoide Markenkontaktpunkte. Und bevor ich erkläre, was es im Detail ist, möchte ich ganz kurz noch was zu mir sagen. Mein Name ist Carsten Baumgart. Ich bin hier an der HWR Professor für Marketing, insbesondere Markenführung. Und man sieht da oben schon den Hinweis auf B-Lab. Wir haben ja so ein kleines Labor aufgebaut. Und in diesem Labor versuchen wir oder probieren wir alles aus, was irgendwie mit Technik zu tun hat und überlegen, dass, ob das was für Brands, also deshalb B-Lab, geeignet ist. Das fängt vom Eye-Tracking an, VR-Anwendungen oder eben auch Robotik, über das Thema, was ich heute so ein bisschen vertieft sprechen möchte. Und noch ein ganz kurzer Hinweis, ich bin auch immer auf der Suche sozusagen, wie kann man eigentlich Wissen, was in der Wissenschaft generiert wird, in die Praxis transferieren. Das ist ein Riesenthema, das möchte ich heute vertiefen, weil es nicht der Schwerpunkt ist. Aber vielleicht, wen interessiert, wer Interesse an Markenthemen hat, ich habe im ersten Lockdown, also sozusagen im März, April letzten Jahres geplant und dann im Sommer, im Juli realisiert, einen Instagram-Account, der nennt sich Brückenbau Marke und dort stelle ich sozusagen wissenschaftliche Forschung in sehr kurzen Clips, in kurzen Ausstellungen dar, um einfach diese Brücke in die Praxis hinzubekommen, weil keiner diese Tausende von Journal-Artikels lesen kann, geschweige denn auch noch verarbeiten kann. So, ich möchte heute 5 Sachen kurz behandeln, nämlich einmal die Frage, was sind sozusagen humanoide Markenkontaktpunkte und was sind eben Roboter in diesem Kontext. Das Zweite, das möchte ich aber sehr schnell machen, weil es eben keine didaktische Vorlesung ist, was ist überhaupt eine Marke. Das muss ich aber deshalb machen, weil aus meiner Sicht oder bei meinem Vortrag geht es darum, wie weit eben Marke verbunden werden kann mit dem Thema humanoide Markenkontaktpunkte. Dann werde ich sehr schnell einfach ein paar Beispiele zeigen, dass man einfach sieht, wie breit das Spektrum von sogenannten humanoiden Markenkontaktpunkten ist. Und dann möchte ich sozusagen den eigentlichen inhaltliche Verbindung zeigen. Ich werde das über ein A-U-X-Modell zeigen, nämlich wie diese beiden Bereiche auf der einen Seite humanoide Markenkontaktpunkte, auf der anderen Seite eben Markt zusammenpassen und möchte am Schluss mit ein paar Management-Herausforderungen schließen. Und ich werde versuchen, das in etwa 15 Minuten zu präsentieren. So, was sind überhaupt humanoide Markenkontaktpunkte? Ich möchte es jetzt nicht komplett machen, weil dann kann ich eine Stunde drüber erzählen. Das ist ein bisschen die geschichtliche Entwicklung. Das hat schon mal 1796 angefangen. Da wurde der sogenannte Schachtürke erfunden. Das war ein Schachroboter, in Anführungsstrichen, der gegen Menschen Schach gespielt hat. Das war aber 1796 nicht wirklich eine Technologie, sondern es war ein Fake, ein Trick. Da saß nämlich in Wirklichkeit ein Mensch unten drin. Obwohl man die Maschine sich anschauen konnte, viele Rädchen drin waren, war es im Prinzip aber schon der Wunsch, sozusagen menschenähnliches Verhalten, menschenähnliches Denken nachzuahmen und in so eine Maschine zu übertragen. Man sieht dann eine Vielzahl von Entwicklungen. Das fängt an im Marketing, insbesondere natürlich so Photoshop, aber auch der erste Chatbot, der auch schon 1966 auf dem Markt sozusagen gebracht wurde. Das geht dann eben, der bei uns auch jetzt steht, Pepper, 2014 wurde der eingeführt, sozusagen der erste, sagen wir, massentaugliche Service-Roboter, den man sehr programmieren kann. Und jetzt gerade aktuell, Sam, ich weiß nicht, ob das jemand schon mitbekommen hat, das ist sozusagen der neueste Hype, die Frage, ob Samsung einen Sprachassistenten macht, der so humanoide Formen hat, also nicht mehr sozusagen einfach eine Box ist. Und dazwischen gibt es eine Vielzahl weitere, gerade fürs Marketing relevanter, wie zum Beispiel so künstliche Influencer oder eben sogar komplett KI-generierte Bücher und Publikationen oder sogar KI-generierte Spots. Das ist so ein bisschen die Entwicklung. Das heißt, es gibt schon immer sozusagen die Idee, Menschen oder Produkte von Menschen im Marketing sozusagen durch Technologie zu ersetzen oder zumindest zu unterstützen. Das kann man jetzt formal in die Definition packen, was ich unter humanoiden Markenkontaktpunkten fasse. Die möchte ich aber nur 2, 3 Merkmale rausnehmen. Also es geht bei uns jetzt in dem Vortrag darum, dass es um wahrnehmbare Markenkontaktpunkte geht. Also das, was der Konsument im einfachsten Fall, die Konsumentin wahrnimmt. Das Zweite ist, ich werde mich nur darauf beschränken, was der Markeninhaber bewusst gestaltet, weil heute hat man natürlich gerade im Netz beispielsweise auch viele Konsumentinnen, die beispielsweise Content kreieren. Ich werde mich aber auch auf das fokussieren, was der Markeninhaber bewusst gestaltet. Und es geht eben darum, dass ein menschenähnliches Erscheinungsbild, ein subjektiv wahrgenommenes menschenähnliches Erscheinungsbild oder etwas, wo man sagt, das Erzeugnis, was da rauskommt, wie zum Beispiel ein Text, der muss von einem Menschen geschrieben sein. Und es geht immer nur um diese subjektive Wahrnehmungsebene. So, das ist diese humanoiden Markenkontaktpunkte. Ich werde gleich ein paar Beispiele zeigen, dass man das vielleicht ein bisschen sich besser vorstellen kann, was wir darunter alles verstehen.
So, zweiter Aspekt, der wichtig ist, da kann ich ganze Vorlesungen drüber halten, werde es aber kurz halten, was ist überhaupt eine Marke? Weil es geht ja um die Frage, wie kann man Roboter und andere humanoide Markenkontaktpunkte für Marke einsetzen. Und ich möchte es an einem ganz einfachen Beispiel erklären. Das ist keine Marke, sondern es sind Bananen. Die kosten, ich habe heute nachgeschaut, bei Rewe im Augenblick ein Kilo, ein Euro. Man kann das Ganze aber auch mit Chiquita machen obendrauf. Dann kostet es bei Rewe im Augenblick nicht ein Euro, sondern 1,59. Dasselbe Produkt und durch das Chiquita, also eine ganz alte, konservative, klassische Marke, hat man eben schon mal 60 Cent Aufschlag drauf bekommen. Und wenn man dann sozusagen das noch in einen Smoothie verpackt und das in eine coole neue Marke macht, wie das zum Beispiel Two Foods macht, dann kann man dafür zum Beispiel sogar 2,39 Euro für 250 Milliliter nehmen. Das heißt also, dort kriegt man auch einen Preisaufschlag. Und es geht sogar noch weiter, das finde ich ein schönes Beispiel. Das ist ein Kunstwerk von einem italienischen Künstler, das wird bei der Art Basel 2019 ausgestellt und einfach mal für 120.000 Dollar verkauft. Und das Ganze wird noch etwas dramatischer in Anführungsstrichen, weil ein Zuschauer, der aber auch ein Künstler war, einfach mal die Banane aufgegessen hat und damit das Kunstwerk aufgegessen hat. Um was geht es mir? Marke ist immer sozusagen etwas Addierendes. Man hat das Grundprodukt, in dem Fall jetzt die Banane, also ein Rohstoff oder ein Obst. Und die Marke wird draufgeklebt. Das kann jetzt der Kunstkontext sein, was nichts anderes als eine Marke ist. Das kann Chiquita sein, das kann eine coolere Marke sein und das addiert etwas drauf. Und das führt eben zu Präferenzen und diese Präferenzen zeigen sich dann beispielsweise im Bereich Preisbereitschaften. So, und wenn man das ganz vereinfacht zusammenfassen kann, dann kann man sagen, Marke entsteht nicht beim Unternehmen. Das heißt, das Unternehmen kann zwar versuchen, etwas zu gestalten, sondern es entsteht in den Köpfen, weil diese Wirkung, dass etwas 120.000 Euro plötzlich kostet, resultiert aus der Bekanntheit des Künstlers, einem bestimmten Image, was die Konsumentinnen, die Käufer damit verbinden und daraus muss dann eben Präferenzen, also das heißt Kaufabsichten resultieren. Das ist ganz vereinfacht, was Marke ausmacht. Also es ist etwas Add-on und es entsteht durch die Vorprägungen, durch das, was schon gelernt wurde in den Köpfen der Konsumentinnen oder anderer Stakeholdergruppen. So, das soll reichen, um das Konzept der Marke so grundsätzlich zu verstehen. So, jetzt wieder zurück. Die Frage, was gibt es für Beispiele für diese Markenkontaktpunkte? Und da möchte ich einfach ein paar zeigen. Also Otto beispielsweise und andere große E-Commerce-Hersteller lassen mittlerweile viele Texte über eine KI produzieren. Das ist jetzt hier ein Beispiel von AX Semantics. Das heißt, hier erwartet oder denkt der Konsument eigentlich, dass es von Menschen gestaltet wurde, diese Texte. Sie werden aber automatisiert gestaltet und eben über eine KI entsprechend gestaltet. Das ist ein sehr einfacher humanoider Markenkontaktpunkt. Das zweite sind dann beispielsweise das, was eben bei den was alles mit Voice zu tun hat, also zum Beispiel Alexa, jetzt iRobot, das ist so ein Roboter, der eben den Boden sauber macht. Dort kann man eine Skill für Alexa haben, man kann sich mit dem unterhalten. Das heißt, hier geht es schon nicht nur Text, sondern wird auch gesprochen. Das ist ein zweiter Beispiel, jetzt in dem Bereich Produkt oder Service. Das kann man auch weiternehmen, das sind sozusagen sogenannte CGIIs, also künstlich erzeugte Influencer. Man sieht da unten das Beispiel Lunuri, einer der bekanntesten in Deutschland auch sozusagen kreierten künstlichen Influencer. Das heißt, sie hat einen ganz normalen Instagram-Account mit vielen hunderttausend von Followern und die kooperiert mittlerweile beispielsweise auch mit Siemens. Das war jetzt hier ein Beispiel aus dem Marketing-Kommunikationstreffen, ich glaube letztes Jahr. So, auch das ist ein künstlich erzeugter, menschenähnlicher Markenkontaktpunkt. Oder eben dann klassisch Service-Roboter, das ist jetzt ein Beispiel hier für Fischer, das sind diese Dübel, die eben diesen Care-O-Bot, den man vielleicht kennt vom Fraunhofer, in einer bestimmten Version umgestaltet haben, um dieses neue Sortiment, das viele neue Produkte umfasste, im Handel zu erklären. Oder ein weiteres Beispiel für den Einsatz, das will ich jetzt nicht zeigen, weil es zu lang dauert, ist das Beispiel von KFC. Die haben in China einen Roboter eingesetzt, um Verständlichkeit hinzubekommen, weil es so viele Dialekte gibt in China, dass eben das Personal häufig nicht verstanden hat, was die Leute überhaupt bestellt haben. Da gibt es einen kleinen Roboter, kann man sich als Film auch anschauen, der eben dann eben die Bestellungen aufnimmt und berät etc. So, den möchte ich aber nicht zeigen. So, und jetzt eigentlich die beiden Sachen zusammen, also Marke auf der einen Seite und Marken und humanoide Markenkontaktpunkte. Und dann ist die Frage, was müssen die eigentlich erfüllen aus der Markensicht, dass sie eben tatsächlich als Markenkontaktpunkte sinnvoll eingesetzt werden können. Und aus Zeitgründen habe ich jetzt ein sehr einfaches Modell genommen und habe gesagt, es gibt eigentlich so für Markenkontaktpunkte, also einzelne Berührungspunkte mit der Marke, drei Grundanforderungen. Das eine ist Usability, das heißt, das Ding muss einfach funktionieren und leicht zu bedienen sein. Das zweite, es muss eine positive User Experience sein, es muss Spaß machen, es muss irgendwie angenehm sein, es muss positive Emotionen erzeugen.
Und das Dritte, es muss eine Brand Experience erfolgen. Das heißt, es muss eben eine spezifisches Erlebnis ausgelöst werden, was zur Marke passt. Also das heißt, wenn ich jetzt eine junge Marke habe, muss ich eben ein junges Erlebnis haben. Wenn ich eine sehr seriöse Marke habe, dann muss auch mein Brand Experience seriös sein. So, und jetzt will ich einfach mal ein paar Beispiele ein bisschen einordnen in diese Bereiche. Ich werde es erst darstellen und dann später in diese sehr einfache Systematik mal versuchen einzuordnen. Also hier ist zum Beispiel ein Roboter, der im Handel eingesetzt wurde, ein Service-Roboter hier bei Saturn in dem Fall. Ja, und dann gab es ein Riesendisplay. Hallo, Paul ist heute leider nicht da, obwohl er davor steht. Das heißt, er war out of order. Das war so ein typisches Beispiel eben, dass diese Usability, also die Grundfunktion, nicht erfüllt ist. Das heißt, das Ding muss erstmal funktionieren und der Mensch muss damit interagieren können. Das ist nämlich etwas, was ein Markenkontaktpunkt sozusagen als Grundvoraussetzung hat. Das Zweite, wer sich ein bisschen mit Robotik auskennt, kennt das auch aus der Wahrnehmungsebene, dieses Uncanny Valley. Das heißt, es gibt sozusagen eine gewisse Phase, wenn etwas zu menschenähnlich wird bei den Robotern, dann kann das kippen, dann kann das dazu führen, dass die Menschen das ablehnen und damit ein negatives Erlebnis haben. Ja, das heißt, wenn man jetzt hier zum Beispiel sich hier Pepper anschaut und wenn man damit überhaupt nicht vertraut ist, den ersten Mal sieht, dann kann das durchaus so ein bisschen, oh, das ist aber ein bisschen gruselig, dass er mich jetzt anguckt und dass er mir folgt und dass er plötzlich die Hände auch noch bewegt. Das kann bei manchen Leuten zu Ablehnungen führen. Ja, das ist dann eher sozusagen in dem Bereich der Experience, der User Experience. Und das ist jetzt aus einer Studie genommen worden, auch die möchte ich jetzt nicht aus Zeitgründen nicht im Detail machen, können wir gerne gleich noch besprechen. Es gibt aus dieser Wahrnehmungsebene, also die Frage, wie Menschen mit Robotern umgehen, gibt es mehrere Studien, die sich damit beschäftigen. Das ist jetzt eine, die sogenannte Godspeed-Skala einsetzt. Diese Godspeed-Skala ist 2009 das erste Mal vorgestellt worden. Das sind im Prinzip diese 5 Dimensionen, die da gemessen werden. Und in dieser Studie ging es bei Yu darum, dass es in, ich glaube Japan war das, Hotels gibt, wo eben Roboter den Check-in machen oder man hat seinen eigenen persönlichen Roboter in seinem Zimmer. Und die haben dann eben im Prinzip die Kommentare von den Leuten über das Hotel ausgewertet, um zu schauen, ob es eben Ansatzpunkte für diese 5 Dimensionen gibt. Also das heißt, für diese Vermenschlichung, diese Bewegung, die wahrgenommene Sicherheit, die wahrgenommene Intelligenz und auch das, ob die Leute das mögen. Ja? Und in dem Fall, das ist auch ein typisches Beispiel, hat es nur bedingt funktioniert, weil dieser Roboter, den man da sieht, ist dann auch später aus dem Hotel rausgeschmissen worden, weil das war der persönliche Assistent. Der hat aber das Problem gehabt, dass immer, wenn der Gast angefangen hat zu schnarchen, dass dann der Roboter gedacht hat, er fängt an zu sprechen und hat dann sozusagen reagiert und hat gesagt, bitte kannst du das nochmal deutlicher sprechen, ich habe dich nicht verstanden. Und das ist natürlich nachts vielleicht nicht so die beste Funktion. So, und weiteres Beispiel, das ich auch nicht im Detail machen möchte, sondern nur als Anregung. Das ist jetzt eine Studie, die schon ein bisschen älter ist, hat auch mit Robotik erstmal nichts zu tun, sondern es geht um etwas anderes. Es geht darum, dass man eben durch Gestaltungsmerkmale bestimmte Gefühle, bestimmte Emotionen auslösen kann. Hier ging es um Handys, sie haben das aber damals auch mit Autos gemacht. Man sieht hier zum Beispiel das Handy, was irgendwie dann entweder einen Mund hat, der sozusagen lacht unten oder eben auch nicht lacht. Und dann haben sie in experimentellen Studien gemessen, ob das eben als angenehm, unangenehm gesehen wird. Es gibt dann aber noch andere Studien, die eben nicht nur sozusagen Like oder Don't Like messen, sondern auch beispielsweise, ob das als seriös wahrgenommen wird, ob bestimmte Persönlichkeitsmerkmale damit übertragen werden, etc. Und das letzte Beispiel, was ich zeigen möchte, ist eine ganz neue Studie. Da ging es darum, ob es einen Unterschied macht, ob die Leistung, die eigentlich erbracht wird mit Service-Roboter, ob das eher eine symbolisch-emotionale Leistung ist, wie zum Beispiel ein Tattoo-Stechen, oder ob das eher eine funktional-rationale Leistung ist, wie zum Beispiel das Tattoo später mal wieder entfernen, ja, wo man eher sagt, das soll möglichst keine Narben machen, soll nicht wehtun. Und dann wurde gefragt, ob man das eben eher durch einen Roboter diese Dienstleistung haben möchte oder durch einen Menschen. Und die Hypothese, und die haben sie dann in vielen weiteren Studien noch bestätigt, war, je symbolischer das Ganze wird, je emotionaler das wird, je persönlicher sozusagen die Dienstleistung ist, desto eher möchte der Mensch durch einen Mensch die Dienstleistung erbracht werden. Das heißt, eher bei Funktionalen funktioniert es auch durch einen Roboter, aber jetzt eben zum Beispiel ein Tattoo stechen, obwohl vielleicht das viel genauer ist durch einen Roboter, möchte der Mensch nicht haben und lehnt es ab. So, und wenn man das jetzt mal ein bisschen zusammenfasst in diese sehr einfache Logik, weil ich nicht so viel Zeit habe, aber ich wollte die Grundidee zeigen, dann kann man dieses Saturn-Beispiel unten, also wo dieser Roboter außer Betrieb war, dann ist es das klar ein Problem der Usability. Das heißt, das Ding kann nicht benutzt werden. Dann gibt es sozusagen Beispiele, die dann eher sozusagen im Bereich User Experiences, also beispielsweise, wenn es zu menschenähnlich wird, muss man eben gucken, ob der Mensch darauf negativ reagiert, ob er es ablehnt.
oder wenn es eben sozusagen negative Erlebnisse gibt, weil dieser Roboter dann beispielsweise nachts anfängt. Und dann gibt es eben eher Beispiele und auch Forschungen, ich habe jetzt zweimal rausgenommen, die dann eben eher in den Bereich des Brand Experience gehen. Da geht es nämlich darum, dass man es markenspezifisch gestaltet. Das heißt, den Roboter nicht so nimmt, wie er ist, sondern vom Design, von der Sprache so gestaltet, dass er eben zur Marke passt. Oder eben das Beispiel mit dem Tattoo-Stechen, dass man insbesondere bei symbolischen Marken, also beispielsweise bei Lifestyle-Marken, aufpassen muss, dass man eben dort vielleicht eher auf Roboter, zumindest in der direkten Interaktion mit dem Konsumenten, verzichtet. So, und abschließend ganz kurz ein paar Herausforderungen fürs Management, die aber auch durchaus für die Forschung eine Rolle spielen. Das erste ist, ich glaube, es ist wichtig, dass Markenmanager eben sich damit beschäftigen und das auch lernen müssen. Das ist jetzt mal aus einer ganz kleinen Studie rausgenommen, wo wir auf LinkedIn einfach mal gefragt haben, also mein Netzwerk gefragt haben, was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Qualifikationen, Kompetenzen, die zukünftig Markenmanager haben müssen. Und da sieht man eben relativ deutlich, dass alles, was mit Data driven, das war ein bisschen ausführlicher dann oben beschrieben, sozusagen die wichtigste zusätzliche Qualifikation ist, die man lernen muss. Das heißt also, hier werden wir ein Umlernen auch im Marketing kennenlernen, wo man eben sich mit solchen Themen, die eher Data driven und digital unterwegs sind, sich auseinandersetzen muss. Das zweite ist, man muss immer darauf achten auf Usability. Also wir experimentieren auch zum Beispiel in unserem Labor mit unserem Pepper. Und das ist halt schon eine Herausforderung, wenn er zum Beispiel Fragen nicht versteht. Ja, dann muss man eben, das muss man damit umgehen und sagen, okay, das ist kein gutes Erlebnis. Und das ist sozusagen die Grundvoraussetzung, dass der Roboter erst einmal überhaupt funktioniert und entsprechend darauf reagieren kann. Und der Mensch ist halt relativ komplex in der Interaktion. Das heißt, man weiß nicht genau, wie er spricht. Man weiß nicht, welcher Sprache er spricht. Man weiß eben auch nicht, ob vielleicht dann plötzlich Leute dazwischen sprechen. Und das muss man entsprechend klären. Dritte Herausforderung fürs Management, also fürs Brandmanagement, ist tatsächlich diese markenspezifische Gestaltung. Da kann ich auch gerne noch was erzählen, wenn da Interesse besteht. Hier ging es zum Beispiel in einer Studie von Metadesign veröffentlicht, wo ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, nämlich die Frage, ob die Stimme, also ob sie jetzt hoch oder tief ist, ob sie männlich, weiblich, welche Worte verwendet haben, wie weit das eben zu einer Marke passt und wie weit es das treibt. Und die zeigen relativ deutlich, dass es entscheidend ist. Also es geht nicht darum, dass einfach nur gesprochen wird oder Text produziert wird, sondern er muss auch markenspezifisch sein. Also weil eine Marke vielleicht jung wirkt oder bestimmte Inhalte hat. Und das muss eben dann auch der Roboter oder die anderen humanoiden Markenkontaktpunkte entsprechend aufgreifen. Und die letzte Herausforderung, die ich zeigen möchte, ist natürlich auch eine ethische Fragestellung. Also die Frage ist, wie weit man das sichtbar machen muss, dass das eben nicht echte Menschen sind, die es produziert haben, dass es nicht echte Menschen sind, die zum Beispiel als Influencer auftauchen, oder dass man eben auch den Roboter so macht, dass man wirklich erkennt, dass es eben eine Technik ist. So, und das ist jetzt ein Beispiel von einer amerikanischen Marke. Da geht es um Photoshop, was ich vorhin schon mal gezeigt habe, was so eine sehr frühen Stufen war, eben Bilder so zu verändern, wie man es gerne haben möchte. Die haben sich jetzt darauf geeinigt, dass sie ab diesem Jahr nur noch echte Fotos nehmen, also kein Photoshop mehr dafür einsetzen und das eben durch so ein kleines Siegel kenntlich machen. Ob das Weisheitsletzter Schluss ist, weiß ich nicht. Mir ging es aber um was anderes. Mir geht es darum, Unternehmen müssen sich auch Gedanken machen, wie transparent sie eigentlich diese Umsetzung machen. Zum Beispiel mit künstlich erzeugter Sprache, beispielsweise mit künstlichen Influencern, weil die sind zum großen Teil, haben wir auch in einer Studie gezeigt, eigentlich nicht mehr zu unterscheiden von einem Konsumenten. Der kann nicht mehr erkennen, ob es ein echter oder unechter ist. Und zum Beispiel auf Instagram gibt es dazu keine Regeln. So, das war es, was ich kurz zeigen wollte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.